Oberbürgermeisterkandidat Heinrich Kreuzwieser ist 62 Jahre alt, Inhaber und Wirt des Lokals Mephisto in Oldenburg. Er wurde von der Wählergemeinschaft für Oldenburg aufgestellt. Diese Thematik ist bei uns des Öfteren diskutiert worden, aber erst vor 2 Wochen haben wir uns dann gesagt, ja, es macht sicherlich Sinn, dass auch wir kandidieren. Das ist natürlich auch gut, nehmen wir mal an, für unsere Wählergemeinschaft, aber auf der anderen Seite möchte ich auch ein wenig oder möchten wir auch ein wenig motivierend wirken. Weil wenn man sich das ansieht, Wahlbeteiligung 50%, sowas finde ich persönlich sehr, sehr schade. Und wenn ich durch meine Kandidatur erreiche, dass ein paar mehr Leute motiviert werden, politisch aktiv zu werden oder eben halt zumindest zur Wahl zu gehen, was ich meine, das sollte man auf alle Fälle tun, dann wäre das schon sehr schön. Will natürlich auch Oberbürgermeister werden. Wenn Sie mich tatsächlich wählen sollten, nehme ich das Amt natürlich an. Und hier unsere Fragen an Heinrich Kreuzwieser. Was schätzen Sie als Ihre besondere persönliche Stärke ein? Was als eine Ihrer Schwächen? Persönliche Stärke, ich bin lernfähig und sehr motiviert und mir macht es sehr viel Freude, mich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen. Meine Schwächen vielleicht, dass ich manchmal etwas zu ungeduldig bin und auf unsachliche Dinge unwirsch reagiere. Welche Aufgabe wollen Sie als Oberbürgermeister an Ihrem ersten Arbeitstag anpacken? Mich zu orientieren, mich überhaupt mit der neuen Materie vertraut machen und mit meinen Mitarbeitern zusammen in mein neues Amt eingeführt werden. Streben Sie an, dass es am Ende Ihrer Dienstzeit 2 Altpapiersammlungen gibt oder eine? Und warum? Eine. Ich bin der Meinung, dass das, was bis jetzt war, gut funktioniert hat und die Bürger haben mehr oder weniger entschieden. Wenn ich durch die Stadt fahre, sehe ich, es ist so geblieben wie jetzt. Die Bürger zahlen nichts, die Stadt bekommt also Geld auch. Und ich sehe keinen Grund, dies zu ändern. Welche Möglichkeiten sehen Sie, weitere Straßenfahrbahnen für Radfahrer freizugeben? Ein problematisches Thema. Ich halte nichts davon, Ausfallstraßen auf 30 km/h zu begrenzen und dann die Fahrradfahrer darauf fahren zu lassen. Das halte ich für gefährlich, für ältere Leute auf jeden Fall und für Kinder erst recht. Ich bin dafür, dass man das Fahrradfahren attraktiver macht mit eben halt vernünftig ausgebauten Fahrradwegen. Man könnte Straßen nehmen, die vielleicht wenig befahren sind und zeitlich begrenzt eben halt auch für Fahrradfahrer zuzulassen. Mit welchen politischen Parteien zusammen wollen Sie Ihre Politik im Rat durchsetzen? Mit allen, wenn es geht. Ich bin nicht der Meinung, wir betreiben Kommunalpolitik und da ist also die politische Partei, würde ich mal sagen, Parteienausrichtung zweitrangig. Die Probleme, die hier in Oldenburg anstehen, da bin ich der Meinung, dass man das mit gesundem Menschenverstand und Wohlwollen für diese Stadt lösen kann. Das war Ihr Oberbürgermeisterkandidat Heinrich Kreuzwieser.